angeln. Das ist ja ganz schöner Wellengang heute. Ja, habe ich auch gerade mir gedacht. Ja Mensch, sieht richtig lauschig hier aus. Richtig lauschig hier. Fleißig angelt. Hm. Ich habe tatsächlich mal gehört, im Sturm geht das immer besser. Ja, habe ich auch gehört. Guten Tag! Es geht. Wir haben uns gerufen. Bei Ihnen? Ja, ich würde den gerne anzeigen. Wir würden den gerne anzeigen. Warum? Ja, ja weil der diskriminierend ist. Er hat gesagt, er verkauft mir keine Boote, weil ich eine Farbe trage. Okay. Hat er dann gesagt. Ja. Aber nur mal ganz kurz. Ich weiß, hier ist stürmisch und alles, aber würdest du einmal bitte den Mund abnehmen? Ja, natürlich. Klar, das wäre super. Gut, also der Herr hat wen keine Boote verkaufen, weil er sagt, sie tragen eine Farbe von der Gang, die er nicht mag. Richtig. Ja, das geht ja nicht. War der mal Polizist, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, nicht. Nee. Wir reden mal kurz. Ihr wollt mir ein schönes Jetski kaufen und er sagt, nö, kriegst du nicht. So, erstmal bräuchte ich hier einen Ausweis, bitte. Hier haben wir den hier. Ist lustig, wie beide weglaufen. Naja. Gut, Herr Bäcker. Der Herr hier neben uns behauptet, dass sie ihm kein Boot verkaufen wollen, weil der Herr, wie er gesagt hat, eine Farbe trägt. Ist das soweit korrekt oder meinen Sie jetzt hier, die Aussage verweigern zu wollen? Hört sich nach Schweigen an. Ja. Gut, Herr Bäcker. Also eben war noch ganz gespürig. Ich belehre Sie noch einmal ganz kurz, ja? Sie sind jetzt hier verdächtigt in einem polizeilichen Fall, der sich darauf beläuft, dass Sie aus rassistischen Hintergründen Personen, oder nicht rassistischen, aber aus anderen Gründen, den Verkauf von Booten verwehren wollen. Das ist ihnen durch ihr Geschäft, was sie aufgebaut haben, durch den Bootsverleih, nicht gegeben. Darin steht, das ist wie in jedem gewerblichen Vertrag, dass jeder Person auch etwas zu verkaufen haben. Es sei denn, die Person ist hier, hat ein Hausverbot, ist beleidigend gegenüber ihnen gegenüber gewesen oder sonstiges. Sprich, über ihren Ausweis haben wir schon mal ihre Adresse, kriegen sie von uns Post über eine Vorladung bei uns am PD, da kommen sie dann einmal vorbei, können gerne den Anwalt mitbringen und dann werden wir sie da noch einmal zu befragen. Und dann wird das alles, denke ich mal, vor Gericht gehen. Der hat mich bedroht, Mann. Ah, sie können also doch reden, Herr Becker, das ist schon mal was. Er hat sie bedroht. Ja, womit denn? Mit einer Taschenlampe oder was? Der hat mich angeleuchtet. Ja, angeleuchtet? Wow. Und Herr Becker, also wenn ich sie mit einer Taschenlampe anleuchte, dann ist das keine Form der Bedrohung. Der hat gesagt, verkauf mir ein Boot, Alter, sonst kriegst du eine übergebraten. Hm. Ja, schau, stimmt. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt? Nein. Okay, also dann würde ich Sie nochmal ganz kurz bitten, Herr Schau, kurz mitzukommen, dann würde ich mir mal ganz gerne die Geschichte aus Ihrer Sicht anhören. Ist okay, so. Ich warte hier. Beim anderen Kollegen. Das ist nicht die hellste Leuchte. Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, warum der Bootshändler da nichts verkauft. Die Polizei der Stelle, ich spreche mit Herr Shepard. Schönen guten Tag. Ja, hallo Herr Shepard. Sean O'Sullivan hier. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sagen Sie mal, ist gerade zufällig jemand vom FIB da? Nee, leider nicht. Das ist nicht so schön. Ja, soll ich das FIB irgendwas ausrichten? Weg zu treffen. Es geht ums Zeugenschutzprogramm. Ja, werde ich den Kollegen ausrichten, wenn sie da sind. Ja, ich habe dem Herrn Washington gerade eben schon eine SMS geschrieben. Ich denke mal, er sollte das ja sehen, wenn er wieder da ist. Sollte er ja, definitiv. Ja. Na gut, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Okay, super, danke für die Informationen. Immer gerne. Jo, tschüss. Wiederhören. Wäre eigentlich komisch, aber es kann Tatsache sein, dass er deswegen nichts verkauft kriegt. Oder es liegt Tatsache wirklich daran, dass er von dem Platz ist. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist ja nur Kleidung. So. Daher, wie will das Spiel das wissen, dass er bei dem Platz ist? So, wenn ich mir jetzt ein rotes T-Shirt anziehe, bin ich auch nicht bei dem Platz. So, weißt du? Also,
Das ist schwierig, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann man ja ein bisschen RP-technisch halt was draus bauen halt, ne? Wäre auch mal witzig. So, Becke. Ja. Einmal für Sie zur Information. Also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Wenn wir das jetzt, wir können das auf eine Art außergerichtlich klären, indem Sie dem Herrn jetzt einfach das Boot verkaufen, was Sie verkauft haben wollen. Wenn ja. Sie jetzt sagen, er hat Sie bedroht mit einer Taschenlampe, das ist soweit. Mit einer Taschenlampe jemanden zu bedrohen, ist nicht möglich. Das, Er hat gesagt, er kommt mit seinen Freunden vorbei und macht mir meinen ganzen Laden hier kaputt. Okay, Herr Becker, dann müsste ich Sie auch einmal dahingehend belehren, dass wir jetzt hier Aussage gegen Aussage stehen haben. Sie können jetzt auch behaupten, der Herr hat gesagt, der will mich umbringen und wir hätten hier eine Pattsituation, nämlich der Herr Shaw. Wie er mir eben gesagt hat, seine Geschichte, die überdeckt sich nicht damit. Somit haben wir eine Pattsituation. Der ist noch gar nicht glaubhaft, der Typ. Ja, siehst du, guck mal, jetzt geht das schon wieder los. Genau, der Herr Becker, also Person in einer Gang. Egal in welcher Gruppierung, ob es nun bei den Gelben, bei den Grünen oder in diesem Fall bei den Roten ist. Gut, die sind in der Gang, die ist auch berühmt-berüchtigt, aber trotzdem ist diese Person erwerbsfähig und kann hier Geschäfte erwerben, genauso wie in jedem anderen Laden. Willst du keine Hilfe verdienen, oder? Dürfen Sie ihre persönlichen... Mir. Das ist bestimmt Blutgeld. Also, ich denke nicht, dass der Herr Shaw hier Blutgeld an Sie weiterreicht. Das denke ich auch, ja. Gut, Herr Becker, also folgendes. Nicht. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wenn Sie damit einverstanden sind, dass der Herr jetzt einfach sein Boot erwerben kann, dann wäre hier Schicht im Schacht von unserer Seite, es kommt zu keiner gerichtlichen Verhandlung und weitere Kosten würden Ihnen erspart bleiben. Ja gut, er kann sich einen Jetski kaufen, er kriegt aber nur ein Viertel Benzin rein, mehr ist nicht drin. Ich will aber Jets. Ein großes Boot. Ein großes Boot. Ja. Gucken Sie mal, Herr Becker, also ich kann das gerne wie folgt machen. Wenn Sie Angst haben, dass der Ihnen hier Falschgeld oder Blutgeld anbietet, machen wir das ganz einfach so, indem wir hier die Kontoverbindung, die mit denen da bezahlt wird, einmal nachprüfen lassen, ob das A ein zugelassenes Konto hier im Staat ist. Und dann kann noch per FIB eine Überprüfung des Kontos angefordert werden, inwiefern da die Geldflüsse in Ordnung sind oder ob das durch irgendeine Art von Geldwäsche entstanden ist, aber... Das wäre der drastischste Schritt, den wir hier einleiten würden. Falls Sie Angst haben, dass es hier sich um Falschgeld handelt, dann können Sie sich insofern bei uns versichern, wenn das Geld jetzt hier übergeben wird. Und das ist Falschgeld, dann geben Sie das bei der Zentralbank hier ab und dann kriegen Sie dafür Echtgeld wieder, da Sie unwissentlich davon Besitz erlangt haben. Ja, das wäre mir am liebsten. Genau, also, da würde ich mal sagen, Herr Shaw, Sie können jetzt Ihr Boot erwerben. Ich kaufe mir dann können Sie gerne den Check oder dann auch, wenn das Geld eingetroffen ist, sich nochmal an uns wenden, Herr Becker. Falls Sie da Zweifel haben, das war Lehen. Und dann überprüfen wir das. Okay. Das ist aber echt eine Steufebrise. Wie können Sie hier den ganzen Tag so stehen? Ja, das ist halt... Ne, ich habe ja meinen langen Pulli an, meine Handschuhe. Ja, aber so die ganze Zeit im Nacken, den kalten... Hier die Brandung ist doch... Ja, aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich einen Stiernacken. Da geht das. Ah ja, na gut. Dafür haben Sie auch einen kleinen Wohlstandsbau. Das ist richtig. Gut, hat alles geklappt? Ja, hat alles geklappt. Genau, Herr Becker. Also dann... Da es hier jetzt keine Probleme mehr gibt? Ja, vorläufig nicht. Deinen anderen Freunden verkaufe ich nichts. Schau, haben Sie das Bar oder mit Karte? Oder Überweisung? Das habe ich, Die Polizei, der Stelle, Sie sprechen mit Herrn Shepard. Schönen guten Tag. Mit Karte. Ja, was geht ab, Mann? Dann, Herr Becker, wenn Sie das so nachprüfen, Sie gehen schon mal Ihre Geschäfte nach. Herr Schau, dann wäre das... Nee, wenn Sie das da oben meinen, ich, nee, das, wir sind hier unten kurz. Und dann Ihnen auf jeden Fall viel Glück mit dem neuen Boot. Ja, danke schön. Ja. Kommen Sie gut an, also ja. Ja, mal sehen, was das Ding so drauf ist. Wir stehen unten beim Angelegen. Gut, gleichfalls, danke schön. Ja, der ist gerade ins Wasser geflogen mit Polizeiwagen. Och, nö. Ja, ist ja gut. Ja, da kommen wir gleich mal hoch. Wir sind die fertig. Ja, alles klar, Mann. Ich besorge mal ein Taxi. Mal gucken, ob Danke. Ich jetzt bin. Kein Ding, Mann. Tschö. Hau rein. Hat der das Auto in den Ozean gekickt? Ja. Ha! Ist war so klar. Ja, netter Herr Becker. Also, ich fand ihn nett. Ah, ich fand den Herr Becker, der war ein bisschen vorlaut. Ja, das stimmt. Den Stiernacken. Dann haben sie doch einen wirklich gut durchtrainierten Nacken. Also. Ja. Ah, oh, das ist super, dass wir jetzt kein Auto haben. Ja, das ist super. Wir fahren mal mit Fahrrad. Ach, kacke. Aber war doch lustige DP. War doch witzig. Da oben stehen schon die Hähne. Also irgendwo hier rechts im See müsste auch noch das Auto vom Herrn Litt stehen. Er hat vergessen, die Handbremse anzuziehen. Er ist auch runtergerollt. Ach, ey. Ja, war doch lustig. Ja, das Spaß immer. Dann fährt er mit seinem Bötchen.
Können wir mal die Hermes fragen, dass sie uns zumindest an diesen Daddy, moin, was geht? Und so fertig. Ja, schönen guten Tag. Ja. Jo, was geht ab, Mann? Ja, nicht viel. Und bei Ihnen? Ja, ist, keine Ahnung, Mann. Wir vermissen so unser Auto. Ja, da irgendwo im Wasser. Was ist da für ein Aufbau? Wie ist denn das passiert? Ja, super. Ja, gute Frage. Sind Sie hier gerade mit dem Auto angekommen? Nee, ich bin, ich habe mich hier in die Büsche gelegt und habe gepennt und bin gerade aufgewacht. Ja. Ja, gut. Tja, Shepard. Ja. Tja, Taxi rufen. Das ist Nummer 3 auf der Strichliste, oder? Mhm. Shit. Naja, gut, aber ich muss ja eh. Ne? Ach, scheiße. Ja, die Karre, die war echt, also die war auch. Kein Taxifahrer. Toll. Ja, keiner da. Ich hab schon alles probiert, Mann, aber ich erreiche auch keinen. Wem gehören hier die Autos? Tja, keine Ahnung, mir nicht. Scheiße. Der Grüne nicht? Nee, der ist grün-blau. Boah, die nächste Garage wäre nach Süden bei der Great Ocean oder wir nehmen. Herr Shepard, wir können auch einen netten Strandspaziergang nach Perlito Bay unternehmen. Ich hab leider nichts gesagt. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn Sie was zu essen und zu trinken für mich haben, dann fahre ich eben los, hole ein Auto und hole Sie ab gleich. Also dann gehe ich eben los. So. Ja, da können wir auch alleine. Zu trinken haben wir was für Sie, aber wenn Sie da so oder so hinlaufen müssen, das würden wir auch machen. So bleibt man ja auch in Form, würde ich mal sagen. Oh, ich glaube, da müssen wir zur Great Ocean Garage. Ja, wie gesagt, ich laufe da eben hin, hole ein Auto und dann kann ich sie abholen. Das ist gar kein Problem. Ja, der alle gut. Können wir auch alleine laufen. Wir laufen auch. Ja, okay, dann komme ich mit. Haben Sie jetzt was zu essen und zu trinken, ja? Nee, ich habe noch nichts. Also, kommen wir dann auch ohne Gegenleistung. Oh, dankeschön. Hallo. Bitteschön. Ja, danke, Mann. Hallo. Ja, das Auto ist weg. Ja, ich hab dich gemerkt. Auch gerade mitbekommen. Meins auch, ja. Hat er auch versenkt. Hat ganze Arbeit geleistet. Super. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, Mann. Ich bin halt gerade. Sag ich ja, den Chili-Con-Karne. Und dann noch Bücken dazu. Und das war halt wirklich ein harter Windzug, sag ich mal. Wenn deine Handbremse nicht angezogen ist, kann es schon mal sein, dass ein Brabus wegwedelt. Ja, natürlich. Shit, Alter. Und den Polizeiauto, aber den war ja eh den Sportauto. Den wiegt ja eh nicht so viel. Ja, das stimmt, Mann. Und dann war es oder so schon auf, der hat viel miterlebt auf der Einsatzfahrt. No. Ja, der kann das doch fahren hier. Nee, der muss mich mitnehmen. Nee, der kann mich doch erstmal zur Garage fahren und holt ein Auto. Ja, das kann ich machen. Ja, super, das wäre ein Problem. Oh, shit, Alter. Herr Recker will mich jetzt 10 Minuten nicht mehr, der hat mich als Geisel genommen. Okay. Ich nehme das so lange würde ich nicht machen. Als Geisel. Genau, dann ist er gerecht. No. Ja, Jure, passt dann. Jetzt kann man ja so wenigstens den Kaffee schön ansteigen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Japan. Ja. Scheiße, jetzt muss ich ja langsam fahren. Wann komme ich raus? Weiß ich nicht, wann kommen Sie dann raus? Können Sie mir was zu essen bringen? Kann ich gleich machen, ja. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Wo ist denn hier die nächste Garage? Perlito Bay. Also, links. Also, können ruhig Gas geben. Ich guck mal weg. Okay. Siehste, da haben wir die wilde Fahrt. Kein Problem. Mach dein Bußgeld von $250, sie sind zu schnell gefahren. Nur $250? Falsche Straßenseite, zu schnell. Ja, rechnet beim nächsten Mal ab. Ja, ist kein Ding. Mach's gut, Chef, peace. Peace. Lambo, bin ich so der Lambo-Fan. Also, der war hübsch, ja, aber ist jetzt nicht so meins. Aber ist okay. Also.
Woche weniger. Ach Gott, na gut. Ach, soll ich den Herrn mitnehmen? Lass mich bei mir nicht ins Auto, dann lieber kommen. Würden Sie mich vielleicht aber mitnehmen zur Garage ganz kurz? Kann ich gerne machen. Boah, Dankeschön. Sehen Sie wohl. Herr Shepard, der ist immer nett. Danke sehr. Ach ja, schon. Ich hab, aber der Kollege ist ja wenigstens wieder da. Ja, danke, Mann. Ja, natürlich. Nix anderes erwartet. Boah, hier bin ich noch nie mitgefahren. Ja, die Polizei hat sich bei Mr. Shepard schon einen Tag. Wissen die, wo ich bin? Ja, sie haben gerade einen Dispatch geschickt, ja. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ja, wir kommen gleich mal vorbei. Okay. Ja. So. Jetzt habt ihr da übernachtet, oder wie? Ja, ich hab da übernachtet, richtig. Dann. Ja, danke, Mann. Gerne. Boah, alles klar, dann pass gut aufs Auto, ja? Jo, ciao, ciao. Danke. Opa, moin. Mensch, der ist sicherlich 160 gefahren. Selbstverständlich, hallo? Ich fahr immer vorschriftsmäßig. So, ich hab gehört, der McGregor sitzt noch bei uns ein, oder wie? Ja. Na, dann können wir ja da schon mal direkt hin. So. Ist MPD, ne? War der? Ja, MPD. Dann müssen wir aber Richtung Süden. Oder willst du Auto wechseln? Nö. Achso, willst du rüberfahren? Achso, rum wär's. Ja, gut. Ja, wir müssen rumfahren, aber wir können auch anders rumfahren. Ne, aber übrigens, der Shaw hat mir gerade noch gesagt, der musste das Boot wieder zurückgeben. Die Sitze waren locker und nicht festgeschraubt. Der Tank war so leer, dass er nirgendwo hin hätte fahren können. Ja, also Frechheit. Der Herr Becker, der ist mir kein guter Geschäftsmann. Nee. Er kam mir auch schon schwierig vor. Ja, der wirkt jetzt nicht so nett irgendwie, ne? Ja. Rennfahrerregel Nummer 1.